Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Ich habe hier Schweres zu schleppen, warten Sie eine Sekunde. Ich habe hier ein Paket abzugeben. Und zwar die Adresse, weil hier so viele Häuser sind. Stocker Straße 41. Da wird Ego, was wäre jetzt? Okay, Biniek. Ja, das ist hier. Das Go West Festival ist hier. Für wen? Das ist der Festivalleiter hier. Hä? Herr Biniek. Mir gehen. Das ist ein Nachname, also 503 Euro. Wie? Also ich wollte super, danke. Okay, ich komme erstmal mit Ihnen mit, ja? Hallo, ich habe Paket abzugeben. Nachname? Ja. Go West Festival? Ah ja, genau, ja. Ja, ist das für dich, oder? Nee, also Herr Biniek. Ah, okay, verstehe. Ja, da bist du genau richtig hier, glaube ich. Ja, ist Nachname, 503 Euro. Also am besten, wenn ich den Herrn selbst finden würde. Ja. Express. Stehst du mal rüber, ja? Ja, okay. Aber, achso. Frag nochmal den Jos wegen, vielleicht umwandeln. Der hat ein Programm. Okay, ja. Hat noch ein bisschen Terror wegen. Aufbau. Aufbau. Ja, soll ich mich einfach durchfragen, oder? Ja. Okay. Aber wir haben dann noch nicht angefangen, weil wir haben verschoben. Hast du das nicht mit euch gekriegt? Ich weiß nicht, also wenn ich das Paket abgegeben habe, ist mein Job fertig. Ja. Keine Ahnung, was ihr macht. Ich habe ein Paket abzugeben an Herrn Biniek. Boah, weiß ich nicht, was das ist. Also, soll ich hier rumfragen, genau. Weil ich den auch nicht kenne. Vielleicht Sie? Ich frage mal einfach alle. Die gehören hier nicht dazu. Also, die gehören, also hier, zu den Herren müsst ihr. Also ja, also die meinten, also sie kennen auch nicht, aber die Adresse irgendwie stimmt und ist halt eine Express-Sendung. Da vorne haben die vorne schon gefragt, vorne links? Da vorne habe ich gefragt mit dem, also die sagen, dass da sowieso nichts ist, weil sie verschoben haben zeitlich. Die da, die da. Ja, die. Ist einfach eine Express-Sendung, Nachname für 103 Euro. Okay. Muss ich abgeben. Hallo. Hallo. Kennst du den, kennst du hier vielleicht den Herrn Biniek, die Adresse? Wer ist denn der alte Mann hier? Vielleicht der. Ist wirklich schwer. Das ist doch wegen der Veranstaltung. Das hat mit dem Osten sogar nichts zu tun. Das ist doch einfach hier für die Veranstaltung. Hängt jemand hier von dem Veranstalter frei? Da. Also wir haben damit absolut nichts zu tun. Okay. Gut. Also, den soll ich fragen. Ja. Jemanden, ja. Die habe ich schon gefragt. Ja, fragen Sie den halt. Ja, genau. Die, okay. Tag. Ich habe hier ein Paket abzugeben. An den Biniek. Sind wir aber nicht. Sebastian, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Und wo kann ich vielleicht. Also, sehen Sie mal, wenn Sie hier rechts reingehen, ja, und dann. Im linken Haus, ungefähr in der Mitte ist eine Tür, da klopfen Sie vielleicht mal. Okay. Ja? Wissen Sie vielleicht, wo ich... Sie sind doch hier schon durch die ganze Gegend gelaufen, ja, Sie ja, wissen ja doch schon Bescheid. Ja, aber was... Entschuldigung, ich habe hier ein Paket abzugeben an Herrn Sebastian Biniek, Rebstocker Straße 41 bis 53. Ja und? Wissen Sie vielleicht, wo das ist? Also, keine Ahnung, ehrlich. Was steht da für eine Nummer? Hier steht eben keine Nummer. Also Sie sagten, dass es diese Nummer ist, aber da steht keine Nummer. Das ist das Problem. Aber wenn hier keine Nummer steht, dann müssen Sie ja weiter suchen, wo irgendwo. Ja, aber wenn ich weiter suche und da eine größere Nummer ist als diese Nummer
Oder wenn das eine kleinere Nummer ist. Vielleicht suchen die ja falsch, vielleicht übersehen sie es irgendwie. Ja, ja. Vielleicht versteckt er. Aber ich habe schon woanders gesucht, vielleicht irgendwie suche ich richtig nur. Ich weiß nicht, dass ich richtig suche. Rebstück ist diese Straße auf jeden Fall. Diese Straße ist richtig, aber die Nummer weiß ich nicht. Die Nummer kann auch diese Richtung sein. Kann auch in diese Richtung sein. Ich weiß, aber zu welcher Nummer wollen sie? Weil da habe ich das auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, was die Nummer da ist. Aber da ist Boxen. Boxcamp ist da. Boxkampf? Was ist denn das überhaupt da? Ich weiß, es ist ein Nachname-Sendung. Nee, was ist das hier überhaupt? Das weiß ich nicht. Das ist Instrument oder was? Weiß nicht, eine Trommel oder was weiß ich was. Ja, hier gibt's kein Ding. Hier gibt's kein musikalisches Scheiß. Ja, genau, wir kennen uns. Aber es ist die einzigen Leute, würde ich gerne nochmal den fragen. Wir können hier halt schon Burger King, diese Mitarbeiter oder so fragen. Burger King nach links? Ja, genau, hier ist es. Viel Glück, ja? Okay, danke. Ja. Such die Rebstocker Straße 41 bis 43. Herrn Sebastian Biniek? Leider nicht. Tut mir leid. Rebstocker Straße ist das hier auf jeden Fall. Aber wo die 41 ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und Burger King, wo ich fragen? Da. Okay, dann gehe ich jetzt mal vorbei. Danke. Ja. Vorsicht, ja. Bitte schön. Dankeschön. Hallo? Guten Tag. Ich habe hier ein Paket für Herrn Sebastian. Entschuldigung. Herrn Sebastian Biniek. Ein Paket abzugeben. Rebstocker, vielleicht können Sie mir helfen. Rebstocker Straße 41 bis. Was für ein Film oder was für ein Name? Sebastian Biniek, Rebstocker Straße 41, 53. Es gibt überhaupt keine Nummern. Wo kann ich nachfragen? Also an den Häusern, da ist zwar Rebstocker Straße, aber keine Nummern. So ähnlich, keine Ahnung. Was ist das hier? Das ist ein Nachname. Ja. Sperrgut. Also, was ist ich auf das? Trommel oder so. Achso, hier nicht. Wo kann ich nachfragen? Keine Ahnung. Burger King oder? Nur mal ein bisschen Burger King. Wir wissen Bescheid. Wie komme ich am besten raus hier, da? Oder da, wie? Vorsicht! Ich habe hier ein Paket abzugeben in der Rebstocker Straße 41 bis 43 an Herrn Sebastian Biniek. Ich komme auch nicht so von hier, deswegen. Ghetto-Tier. Entschuldigung, ich habe hier ein Paket abzugeben. Nein, du hast auch vorhin gefragt. Ja, ja, ich weiß es nicht. Haben Sie mir gesagt, dass das. Du warst doch drin, ne? Ja, ja, haben Sie mir. Weißt du nicht die Adresse oder? Ja, doch, steht Adresse, aber da ist niemand. Dann bring doch das Ding, du kannst doch nicht die ganze ja, Zeit schleppen. Aber doch, das ist Express-Nachname, muss ich. Ja, Bruder, wenn er nicht da ist, dann kannst du ja nicht liefern. Ja, aber dann schmeißt du mich raus. Das ist eine extra Express. Scheiße. Wo? Ja, ja, also ich muss so lange. Das ist, wo ist die Adresse? Rebstocker Straße 41 53. Warst du da? Ich war da, da ist keiner da. Ist keiner da? Keiner da. Ja, dann habt ihr ja doch. In meinen Unterlagen steht, ich soll nachfragen. Ja, du hast sie gefragt, aber dann bringst du sie wieder zurück im Lager. Ja, ja, aber darf ich nicht, darf ich nicht. Das ja, du kannst nicht. Ja nicht rumlaufen mit dem Scheiße da auf ja, die Straße. Ja, ich muss heute bis 21 Uhr, spätestens 21 Uhr ankommen. Da musst das du ist da... Der Termin sein. Wo ist ihr Haus? Da. Ja, dann bleibst du da. Boah. Dann bleibst du lieber da in dem Haus. Hier bringt dir ja nichts. Okay, okay. Du bleibst da vor dem Haus. Okay, ist echt schwer. Das bringt dir nichts. Willst du mir nicht helfen ein bisschen? Verstehst du? Also, brauchst du nicht rumlaufen. Ja. Da musst du da vor die Tür bleiben. Kennst du nicht hier jemanden, der mir hilft? Ich gebe dir auch ein bisschen von meinem Geld ab. Können Sie mir sagen, wo die Rebstocker Straße 41 dran ist? Rippstückstraße, ich glaube, gehst du da, Taxi stehen? Ja. Da? Gerade. Gerade, die ganze Zeit da geradeaus. Ja.
Was gucken? Entschuldigung. Willst du mir vielleicht helfen? Also, ich gebe dir 10 Euro von meinem Geld, wenn du mir hilfst. Oh, ich lasse. Wenn du mir hilfst, das da hinbringen, gebe ich dir 10 Euro. Hä? Wenn du mir hilfst, das da hinbringen, gebe ich dir 10 Euro. Das ist so schwer. Sehr schwer. Ja. Rippe, Stöcke, Straße, warte. Lass du hier runter. Ja. Und Reeperstürkestraße. Komm mit. Warte diese Ampel. Du warte Ampel, ja? Warte du, lass mal diese. Ja, ich muss arbeiten, weißt du, ich muss schneller kommen, sorry. Okay. Warte du. Diese, Rip, guck vorne Straße. Ja, da rein. Okay. Verstehst du? Okay. Ja. Aber wo ist die 51? Wo ist die? 41. 41? Ja, warte, guck mal, wo okay, 41. Super. Schwer, ne? Ja, sehr schwer. Ja, Dankeschön. Normal 10 Euro weniger, du weißt, oder? Ja, normal 10 Euro. Wegen dir, ich habe 10 Euro nehmen, kein Problem. Okay, du bist Freund. Sehr nett. Guck mal, wie ich schwitze. Und also mal diese 15 Euro, 20 Euro, das ist schwer, diese. Ja. Woher kommst du? Weil ich komme gar nicht aus Frankfurt, weil ich komme hier aus Offenbach. Ich kenne mich ja auch gar nicht aus. Als Express-Sendung. Ja. Egal. Kein Problem. Vorsicht. Du, kein Problem. Ich bin da. Du sage, wo ich lasse, ja? Okay.